Mit 24 Kilo ist das ja schon ein Fliegengewicht unter den E-Bikes mit den Fatbike-Reifen. Erstmal auf. So. Gut. Fertig. Hallo E-Bike-Freunde. Nicht nur die 24 Kilogramm sind verhältnismäßig wenig. Wenn man die anderen Bikes so sieht, die ich in dieser Videoserie vorstelle, die wiegen nämlich alle über 30 Kilo. Nein, auch der Preis mit aktuell 899 Euro, also quasi 900 Euro, ist auch eine Kampfansage. Diesen Preis gibt es allerdings nur bei ByBestGear, das ist der Kooperationspartner dieses Videos. Ja, das Bike ist relativ neu jetzt auf dem Markt mit dem neuen Motor, sage ich euch gleich, wie das Ganze sich verhält. Ja, und normalerweise ist die UVP 1500 Euro, sprich 600 Euro aktuell Preisnachlass. Link in der Videobeschreibung. Aber schaut euch am besten erstmal dieses Video an, weil ich habe natürlich schon eine Probefahrt gemacht, habe schon ein paar Aufnahmen gemacht. Deswegen ist es auch so nass. Ich musste schon abputzen, nicht nur das Bike, sondern auch mich. Ja, sage ich gleich was dazu. Ja, und dann, wenn ihr das Video geschaut habt, dann könnt ihr, denke ich mal, gut beurteilen, ob dieses Bike etwas für euch ist oder für wen es geeignet ist und für wen halt eventuell nicht. Der Formhalter möchte ich euch jetzt hier noch was verraten. Und zwar habe ich hier eine leicht andere Version von dem Bike. Das ist nämlich das C20. Und das, was ihr jetzt hier in dem Link findet, ist das C20 Pro. Denn dieses Bike wird so nicht mehr hergestellt. Der Unterschied ist einerseits hier der Motor. Mein Bike hat nämlich noch 250 Watt und das C20 Pro hat 500 Watt. Also ein größerer Motor und trotzdem kostet das Bike plus 899 Euro. Wie geht das? Naja, einerseits haben sie am Akku ein bisschen gespart, der ist etwas kleiner geworden, aber trotzdem ziemlich groß. Also hier sind 16 Amperestunden Kapazität verbaut. Da das ein 36 Volt System ist, kommen wir auf, ich habe vorhin schon ausgerechnet, 576 Wattstunden. Ja, ist ein guter Wert. Allerdings auch der schwächste von den ganzen Bikes, die ich vorgestellt habe. Aber immer dran denken, das Fahrrad kostet 899 Euro. Wo wir schon mal hier bei meinem Zettel sind, habe ich mir noch mehr aufgeschrieben. Die 500 Watt Version, das unterscheidet sich auch zu dem Bike, zumindest in der Theorie, steht bei ByBestGear, ist mit 25 km/h gedrosselt. Also wenn man das kriegt, scheint es nur 25 km/h zu fahren. Eventuell kann man es umstellen am Display, das geht ja in der Regel. Diese Version mit 250 Watt ist nicht gedrosselt. Ich habe das vorhin schon getestet, 35 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Könnt ihr gleich in den Aufnahmen sehen. Ja, dann habe ich mir noch rausgeschrieben, dass man 1,95 Meter groß sein kann. Das würde ich jetzt auch bestätigen. Ich bin ja 1,82 Meter und ich habe den Sattel noch nicht komplett rausgeschoben. Auch den Lenker kann man noch deutlich weiter hoch machen. Aber ich finde das sehr bequem. Das ist Engwe-typisch. Also Engwe ist für große Leute gut geeignet. Ja, ich sage mal 1,65 Meter sollte man wenigstens sein. Aber wenn man 1,95 Meter groß ist, hätte man auch theoretisch hier noch ausreichend Sitzhöhe, wobei ich würde dann wahrscheinlich eher auf ein anderes Engwe-Fahrrad verweisen. ByBestGear hat ja richtig viele Bikes im Sortiment. Ja, also allgemein kann ich euch ja hier schon mal sagen, von allen vier Bikes, die ich euch vorstelle, ist das Bike, was ich mir am wenigsten kaufen würde. Gibt mehrere Gründe dafür. Es ist auch das kleinste. Ja, aus meiner Sicht ist es eher so ein Jugendbike. Ich zeige euch erstmal, wie man das Ganze geliefert bekommt, was man beim Zusammen beachten sollte. Ja, das seht ihr jetzt. Ja, schaut mal, wie wenig Verpackungsmüll hier entsteht. Ja, sehr übersichtlich und das Fahrrad ist trotzdem komplett mängelfrei. Also ich konnte jetzt noch keine Schrammen erkennen. War alles ausreichend gut verpackt. Vom Prinzip ähnelt sich das immer. Also egal welches E-Bike man so kauft, die Endmontage besteht in der Regel aus Vorderrad reinbauen, Sattel montieren, Pedale anschrauben. In dem Fall sind noch ein paar Schutzbleche dabei. Ja, und das war es schon, soweit ich das jetzt hier sehen konnte. Werkzeug ist auch dabei. Jetzt nicht das Hochwertigste, aber das hat man nie. Aber in der Regel reicht das aus, um das Fahrrad selbst zu montieren. Hier noch eine Anleitung. Aber ich glaube, die kann ich mir sparen. Ist alles selbsterklärend. Mein Montageständer kam jetzt zum Einsatz. Warum? Bei der ersten Probefahrt habe ich gemerkt, die Schaltung tut nicht das, was sie tun sollte. Es ging zwei Gänge zu schalten und dann hat das nicht mehr funktioniert. Ich habe den Fehler gefunden. Ich denke mal, das lag an Transport oder beim Einpacken ist das passiert. Einerseits war dieser Schutzbügel etwas nach innen gebogen und dadurch konnte dieses Schaltgelenk nicht weit genug nach außen gehen beim Schalten. Aber das habe ich dann hier zurückgebogen und dann ging das wieder. Und dann musste ich hier den Bautenzug etwas nachstellen. Da macht man hier die Schraube locker.
Dann zieht man den halt raus. Das macht man in der untersten Stellung. Vorher dreht man die Schraube hier komplett rein. Also man muss halt ein bisschen rumprobieren und dann war der etwas straffer und dann habe ich hier an dieser Stellschraube das Ganze noch etwas fein justiert. Ja, und jetzt funktioniert das tadellos. Man sollte halt keine zwei linken Hände haben, vorausgesetzt man ist ein Rechtshänder. Ja, wenn man solche Problemchen hat, kann man die relativ leicht selber beheben oder man fragt halt jemanden, der einen helfen kann, falls das passiert. Aber es ist eigentlich kein Hexenwerk, so ein Fahrrad selbst zusammenzubauen, weil ja 95% der Teile vormontiert sind. Ja, ansonsten scheint alles zu funktionieren. Auf geht's zur Probefahrt. Die Probefahrt habe ich schon gemacht. Seht ihr auch gleich. Ich möchte euch noch ein paar Details zeigen, damit ihr einfach einen besseren Eindruck gewinnt, wenn ihr 899 Euro ausgebt. Was bekommt ihr dann geliefert? Dazu gehen wir mal näher hier ran. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch die Schweißnähte begutachtet. Jo, was kann man jetzt hier erkennen? Also, es sieht gut aus, aber hier oben zum Beispiel sieht man, ja, gut, kann man vielleicht einen Tick besser machen, auch hier drüben. Das habe ich schon besser gesehen. Muss aber nicht sein, dass es bei jedem Bike so ist. Ich meine, das spielt auch keine Rolle, ist eher optisch. Die Schweißnähte sind auf jeden Fall sehr stabil. Hier nochmal von der Seite. Ja, ansonsten sieht man ja auch hier, das sieht wieder ordentlich aus, diese Schweißnaht. Die Rahmenform ist ja wirklich speziell. Das habe ich so bei keinem Bike bisher gesehen. Mir gefällt das optisch richtig gut. Gerade so als Jugendbike für einen Teenager vielleicht kann ich mir das cool vorstellen, also die finden das cool bestimmt. Für 899 Euro kann man natürlich jetzt keine hydraulischen Bremsen erwarten, ganz klar. Hier sind wieder mechanische Bremsen verbaut, aber Scheibenbremsen, das ist auf jeden Fall okay. Vorne natürlich dasselbe. Ja, die Kabel kann man ja hier sehen, sind unten am Rahmen befestigt und verschwinden dann hier drinnen und kommen dann irgendwo hier hinten wieder raus. Da. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, Schutzbleche sind ja dabei, ne? Aber ich war ja vorhin schon mal im Regen unterwegs oder bei schlammigen Verhältnissen und ich kann euch sagen, naja, also es dient eher der Optik. Ich bin ziemlich schmutzig geworden hinten, auch der Sattel, seht ihr jetzt hier noch, ist noch schmutzig. Ja, das war alles nicht so schön. Also die Schutzbleche kann man getrost auch weglassen oder man baut sich halt andere dran, was ja theoretisch machbar sein sollte, weil das ist hier universal. Was dieses Bike von den anderen drei Bikes, die ich in dieser Videoserie vorstelle, unterscheidet, ja, ihr seht es hier, das ist die Bereifung. Die ist zwar ziemlich breit, also ich würde sagen, das zählt zu diesen Fatbikes, aber sie ist deutlich schmaler als bei den anderen. Ja, und ich finde das hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Im Gegenteil, sieht erstens gut aus und hat ordentlich Grip, fährt sich auch sehr gut, hat weniger Rollwiderstand und ich denke mal, das Gewicht ist dadurch halt auch etwas geringer, wobei das nicht so viel ausmachen wird. Ja, also ich finde diese Reifen echt gelungen. Der Sattel ist bequem. Das ist ja so ein Standard-Engwe-Sattel. Ja, ob der jetzt langstreckentauglich ist, weiß ich nicht, bin ich noch nicht gefahren. Grundsätzlich ist er halt sehr weich, eher wie so ein Sofa. Und man sieht hier hinten, hier ist ein Reflektor verbaut, denn dieses Bike hat kein Rücklicht. Vorne ist eine Lampe dran. Funktioniert auch. Ist natürlich jetzt auch nicht die hellste, aber durchaus akzeptabel. Die Bremshebel sehen so aus. Ich denke mal, so nach 1000 Kilometer kann man die mal nachstellen. Das kann man hier machen oder direkt am Bodenzug. Hier unten muss man halt mal den Bodenzug lösen und nachziehen. Ja, ansonsten, was gibt es noch Schönes? Ach ja, hier drinnen gibt es so eine Abschaltautomatik. Das ist aber bei fast jedem Bike der Fall. Muss auch sein. Wenn man die Bremsen zieht, geht der Motor sofort aus. Ja, diese Schaltung habt ihr bestimmt schon öfters in meinen Videos gesehen. Die einfachste Schaltung, die man so bekommen kann, wenn man ein Bike kauft. Macht aber einen guten Job, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Und hier seht ihr noch so eine Gasfunktion. So sieht das Bedienfeld aus. Hier unten ist der Powerknopf und wenn man da draufklickt, sieht das Ganze so aus. Also ich kann euch nur sagen, für 900 Euro so ein cooles Display. Ja, das ist halt nicht Standard bei vielen Bikes. Viele haben da so ganz einfache primitive Displays, aber hier ist schon so ein cooles verbaut. Natürlich nicht in Farbe, aber das muss man nicht unbedingt in Farbe haben. Ja, sieht ganz gut aus. Hier an der Seite kann man dann noch einstellen, was man unten sehen möchte. Tageskilometer, Gesamtkilometer und sowas, Höchstgeschwindigkeit. Ja, ich bin jetzt hier schon 14 Kilometer fast gefahren. An diesem Knopf schaltet man das Licht an. Zack, dann wird es etwas dunkler. Ich zeige euch das nochmal, wie das aussieht, wenn es an ist. Wenn wir schon mal hier sind, hier ist auch eine Gabel mit Federmechanismus verbaut. Unter dem Rahmen befindet sich das Schloss.
Wenn man den Motor oder den Akku einschaltet, dann kann man den Schlüssel nicht rausziehen, der ist hier verriegelt. Ja, wenn man den ausschaltet, dann geht das. Und wenn man ihn rausnehmen will, dann muss man den Schlüssel reindrücken, weiterdrehen. Dann entriegelt dieses Teil hier drinnen, da ist irgendwo so ein Bolzen und dann kann man den Akku rausziehen. Und das machen wir jetzt mal. Ich muss da nämlich mal was kontrollieren. So, jetzt geht es noch nicht. Zack. Ah, hier ist der Bolzen. Okay, jetzt müsste... Achso, ich muss den Schlüssel rausziehen. Logisch. Ha, Schlüssel rausziehen und jetzt kann ich den Akku rausnehmen. Wie sieht es hier drin aus? Ja, keine Polsterung. Am Akku auch nicht. Warum interessiert mich das? Ja, ich habe ja schon eine Probefahrt gemacht. Alleine wenn ich hier rausfahre, Kopfsteinpflasterstraße, dann klappert dieser Akku, was das Zeug hält. Das ist nur bei diesem Bike so, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall bei dem Engwe Max, welches ich ja auch vorgestellt habe schon, Link findet ihr am Ende im Abspann, ist das gar nicht. Also der Akku klappert null und bei dem klappert er ziemlich dolle. Also das geht richtig klapper, klapper, klapper. Ich denke mal, Abhilfe kann man sich schaffen, indem man hier irgendwas Polstermäßiges drum bindet, ein Isoband oder so mit gummiähnlicher Struktur, dann sollte man das in den Griff bekommen. Ja, das werde ich dann hier noch tun. Also man kann die kleinen Mängel abbestellen oder abstellen. Halt! Habe ich schon überlegt, wieso guckt der jetzt so raus? So rum muss es sein. Naja, dann würde ich sagen, fehlt jetzt noch die Testfahrt. Während der Testfahrt werde ich euch noch ein paar Dinge benennen, die mir halt auch so aufgefallen sind, die nur bei diesen Bikes so sind. Also, viel Spaß! Ich befinde mich wieder an meiner Privatstrecke. Also es ist nicht meine Privatstrecke, aber ich habe die Erlaubnis hier zu fahren. Ja, fahren wir mal los. Ich habe jetzt schon hier die Stufe 5 eingeschaltet und werde jetzt das Gas hier am Griff nutzen, um loszufahren. Das macht sich so am einfachsten und dann drehe ich weiter. Ja, und der Motor fängt an zu beschleunigen. Schalten wir gleich mal hoch. Stufe 5, das ist die höchste Stufe, original eingestellt. Und wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt schon bei 27 km/h. Hier geht es leicht bergauf, 1-2% maximal. Ja, der Motor ist immer noch an und unterstützt fleißig. Ich muss selber fast gar nicht mitreden. Ich habe auch Gegenwind und das nicht zu knapp. Jetzt geht es bergab, jetzt dürfte der Motor noch schneller werden. Der Motor ist immer noch an. Ja, und bei, ich glaube, 35 km/h soll der ausgehen. Er ist immer noch an. Wir werden jetzt mal kontrollieren, wie die anderen Stufen so sind. Stufe 1 unterstützt. Ja, bis zu ungefähr 12, 13, 14 km/h. Dann schaltet sich der Motor ab. Stufe 2. Hier geht es wieder leicht bergauf. Man merkt kaum einen Unterschied. Also 17 km/h. Stufe 3. Ja, der Motor schiebt wieder. Ja, ca. 21 km/h, allerdings bergauf. Stufe 4. Man merkt schon, dass der Motor nicht ganz so stark ist wie von den anderen Engwe Bikes. Er ist ja auch mit 250 Watt angegeben. Ja, er ist noch an. 28 km/h ungefähr. Ja, Stufe 5 hatten wir ja schon. Allerdings merkt man Gegenwind, leicht bergauf. Der Motor tut sich dann schon etwas schwer. Aber beschleunigt dann trotzdem, sobald es wieder geradeaus geht, über 30 km/h in der Originaleinstellung. Bremsentest. Leicht feuchte Straßenverhältnisse und ich habe die Hand hier nicht richtig am Lenker. Ja, Bremsen funktionieren. Mir ist bei diesem Bike etwas aufgefallen, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, ich fahre jetzt mal los. Stufe 5,
Beschleunige mal bis 25 km/h und bremse dann. So, jetzt bremse ich, der Motor geht aus. Ich lasse die Bremse los und fahre weiter, drehe. Und der Motor ist immer noch aus. Erst jetzt geht er wieder an. Das Ganze machen wir nochmal. Jetzt geht es wieder ungefähr 2% bergauf. Ja, ich bin so bei 25 km/h, muss nicht wirklich doll mittreten. Ich bremse, Motor aus. Jetzt drehe ich weiter. 1, 2, 3. Ungefähr 3 Sekunden dauert es, bis der Motor wieder anspringt. Nachdem ich die Bremse gelöst habe und selber wieder weiter trete. Das ist in allen Stufen so. Ich trete wieder, ihr seht das an meinen Schatten hoffentlich. Und jetzt springt der Motor wieder an. Also ungefähr 3 Sekunden Verzögerung. Ich habe aber schon herausgefunden, wie ich das umgehen kann. Wenn ich jetzt hier Gas gebe, springt der Motor natürlich sofort an. Und wenn ich dann loslasse und weiter drehe, bleibt der Motor an. Also wenn man die Gasgrifffunktion weiter intakt lässt, muss man halt einfach gleich, nachdem man wieder die Bremsen gelöst hat, hier Gas geben und dann ist der Motor sofort an. Was hier allerdings sehr positiv ist, dass der Motor sofort ausgeht, sobald man aufhört zu treten. Ich demonstriere euch das mal, Motor ist an. So, jetzt höre ich auf. Also gefühlt eine halbe Sekunde, wenn überhaupt, dauert es, der Motor ist sofort aus. Also gefühlt sofort aus, das ist bei anderen Systemen halt nicht so. Da dauert es meistens eine Sekunde, bis das E-Bike merkt, dass man nicht mehr tretet oder tritt. Und dann ist der Motor halt eine Sekunde später aus. Und das kann halt, wenn man kurz vor einer Mauer anhalten möchte, natürlich brenzlig werden. Aber wenn man bremst, hier sind ja Sensoren verbaut in der Bremse, da ist der Motor auch sofort ausgeschaltet. Funktioniert auch tadellos. So. Wir probieren das jetzt nochmal in der Stufe 4, was ich euch jetzt zeigen wollte. Ich beschleunige, bremse kurz. So, jetzt beschleunige ich wieder. 1, 2, 3. Also 3 Sekunden dauert es, bis der Motor wieder anspringt. Ja, bei den anderen Engwheel-Bikes ist mir das nicht aufgefallen. Das ist jetzt nur bei diesen Bikes so. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber dafür geht der Motor sofort aus, sobald ich aufhöre zu treten. Das ist auch schön. Ich möchte euch an diesem Bike mal demonstrieren, wie ein Geschwindigkeitssensor gesteuerter Motor funktioniert. So, wie ihr seht, ich bin jetzt hier auf der Stufe 5 und der Motor beschleunigt, beziehungsweise das Fahrrad. Es geht hier gut 2% bergauf. So, und jetzt bin ich hier bei schon 25 km/h fast. So, schaut mal her. Ich trete ja jetzt mit, ja, aber ich kann auch jetzt ganz langsam treten. Also ich tue nur so, als wenn ich trete. Ja, und schaut mal, was es ist. Der Motor beschleunigt weiter. Ich kann doch noch langsamer treten, ja, so, ich muss nichts machen, das macht alles der Motor, ich bin hier schon bei 31 km/h, wow, hier geht es um die Kurve rum, sobald ich die Bremse betätige, geht der Motor natürlich aus, ja, ich muss jetzt ja auch bremsen, weil jetzt kommt die nächste Kurve, das macht schon Laune, aber es ist halt nicht legal, ne? Man muss das Fahrrad theoretisch auf 25 km/h drosseln und dann könnte man auch legal fahren, vorausgesetzt, dass mit der Gasfunktion funktioniert auch bloß bis 6 km/h. Ob das einstellbar ist, weiß ich jetzt noch nicht, das werde ich noch herausfinden. Dazu mache ich dann mal ein separates Video, ja, nicht nur zu dem Bike, sondern allgemein zu den Einstellungen bei den Engwheel Display, da gibt es ja auch wieder verschiedene Ausführungen und auch bei den Bikes, die ich sonst noch so habe, werde ich mich nochmal damit beschäftigen, wie das möglich ist. So, ich fange jetzt wieder an zu treten, mal sehen, ob der Motor angeht. 1, 2, 3, 4. Jetzt schiebt er an. Ja, 4 Sekunden hat es gedauert, bis der Motor anging. Ja, ist nicht der schnellste. Wenn ich aufhöre mit treten, sofort schaltet der Motor ab. Das ist gut. Das eine ist nicht so gut, das andere ist halt gut. Aber man kann ja hier auch mit dem Gas, kann man nachhelfen, Gas geben und schon beschleunigt der Motor. Das gefällt mir hier gar nicht.
Man hört es eindeutig. Ich fahre jetzt hier über Schotterwege und der Akku scheint in den Rahmen ziemlich doll hin und her zu klappern. Das habe ich bei den großen Engel, bei dem Max, auch nicht. Ich bin ja auch schon mehrmals drüber gefahren mit dem anderen. Da war das nicht. Abschließend noch mein Fazit zu diesem C20, wobei, wenn ihr das bestellt, da unten den Link anklickt, ist das das C20 Pro, hatte ich ja schon gesagt, also ihr bekommt eine stärkere Version für dasselbe Geld, allerdings mit ein dick weniger Akku, weil das C20 hat, glaube ich, ich weiß es genau, 691 Wattstunden anstelle 576 Wattstunden. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum dieser Akku da drinnen klappert, weil der dick kleiner ist, keine Ahnung. Naja, wie auch immer, vielleicht ist das beim C20 Pro nicht mehr der Fall, dass das klappert, aber selbst wenn es klappert, Isoband drum, denke ich, sollte reichen, um das halt in den Griff zu bekommen. Ja, ansonsten konnte ich jetzt nichts Negatives feststellen, dass das so verzögert losgeht. Ja, das kann man ja mit einem Drehgriff Gas in den Griff bekommen, einfach ein bisschen Gas geben und dann geht es halt weiter. Ist ungewöhnlich, hatte ich jetzt bei keinen Bikes so. Also klar, so eine halbe Sekunde Verzögerung ist normal. Auch, dass der Motor manchmal etwas verspätet erkennt, dass man nicht mehr weiter tritt, ist auch normal. Kann man halt die Bremse ziehen und dann ist es auch gleich sofort unterbrochen. Ja, bei dem ist es halt ein bisschen außergewöhnlich. Keine Ahnung, man gewöhnt sich dran, ist jetzt nichts Schlimmes. Und diese Tatsache, dass man nur so tun muss, als wenn man tritt, das ist bei allen Nabenmotoren mit Geschwindigkeitssensor so. Das ist halt so. Beim Hemiway Cruiser, nur damit ihr das auch mal wisst, ist das auch so. Und ja, mir gefällt das richtig gut. Also ich drehe ja schon mit, aber man muss es halt nicht wirklich. Ja, wenn man keinen Bock hat, dann tut man halt nur so und dann macht der Motor den Rest. Ja, man muss es halt selber mal testen. Wenn ihr das testen wollt, kommt zu mir. Ja, solange ich die Bikes bei mir stehen habe, könnt ihr das mal Probe fahren, kostet nichts. Und dann könnt ihr euch einen eigenen Eindruck verschaffen. Ja, ist halt schwierig, sowas immer hier zu vermitteln. Ihr müsst es halt selber ausprobieren. So, jetzt Fazit. Ist ein solides Bike, also für 900 Euro, was willst du denn da erwarten? Ne? Also was die da verbauen, Endkundenpreis 900 Euro, wie geht das? Ich frage mich das eh. Ja, das ist ja schon komplett alles Steuern, alles dabei, Zoll und sowas. Tja, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert. Für einen Teenager gut geeignet. Wenn man jetzt was braucht für die Ewigkeit, würde ich das Fahrrad vielleicht nicht kaufen. Da würde ich halt doch ein bisschen mehr Geld ausgeben und vielleicht ein anderes Engwe kaufen. Ja, das Engwe Max zum Beispiel. Ein bisschen dran rumstellen und so, dass es legal wird. Ansonsten, ja, müsst ihr selber entscheiden. Das sind so meine Eindrücke. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.